Doppelstockzüge kennt heute jeder. Bis zur Wende rollten bis auf wenige Ausnahmen Dostos nur bei der DDR-Reichsbahn. Im Hauptbahnhof Dortmund hat der Regionalexpress nach Aachen einen planmäßigen Halt. Fast alle Dostos auf deutschen Schienen sind im heutigen Bombardierwerk in Görlitz entstanden. Auch die Rohbauten werden in der Stadt an der Neiße gefertigt. Die Reihenfolge der Arbeiten ist überall gleich. Der fertige Rohbau wird lackiert. Es sind Doppelstockwagen für die CFL in Luxemburg. Auch andere europäische Bahnverwaltungen setzen mittlerweile auf das Übereinander. Der lackierte Wagen wird umgesetzt. In der großen Endmontagehalle erhalten die neuen Wagen ihr Innenleben. DB und CFL Dostos stehen Seite an Seite. In nur wenigen Wochen ist der Wagen fertig. Aufwendig ist die Montage der Schwenktüren. Zur weiteren Komplettierung wird dieser Wagen umgesetzt. Per Luftkissen werden hier Tonnen bewegt. Am Schluss steht die Endprüfhalle. Hier werden die neuen Doppelstockwagen in Betrieb genommen. Neben den Wagen für Luxemburg sind Dostos für die Niederlande in der Prüfung. Alles wird getestet, auch die Türen. In der Endprüfhalle erhalten die Wagen auch ihre Drehgestelle. In einer speziellen Hubanlage wird langsam abgesenkt. Auch in Görlitz werden alle Neubauten auf Dichtigkeit geprüft. Wasser von allen Seiten muss der neue Dosto aushalten. Meist als Wendezüge fahren Doppelstöcker heute quer durch Deutschland. Gezogen oder geschoben von allen möglichen DB Regio E-Loks. Hier von einer 120 in Köln-Deutz.
35 und läuft ab. Die 6. Minuten, RB, 5, 6, 9, 7, 8.